Just declared war on the U.S. The Georgians hit our communications, transportation, power grids. We still don't know how extensive the damage is. Your mission just became critical. You know what you need to do. Grüße, mein Name ist MCB Cosmo, willkommen zu PNG Splinter Cell Stealth Action Redefined. Also, getarnte Zeug, neu definiert, was weiß ich. So, wieder mal ein ernstes Spiel, ja, ohne Faxen, seriös, still und leise und schwer wie die Hölle. Es ist Teil 1 und die Steuerung ist nichts für jedermann. Aber dazu erkläre ich später mehr. Noch eine andere Sache, das geht nicht mit Controller, aber ich habe ein Programm benutzt, Xpadder, und habe mir meinen Controller belegt mit Tastaturtasten. Also werde ich, ja, das hier ist jetzt mein Analogstick. Analogstick? Wenn ich also daneben schieße, nicht wundern. Bei dem Spiel ist es wie so, da kannst du zielen, wie du willst, du triffst einfach nichts. So. Auf geht die Hölle. Neues Profil. Playing Games. Ach, das ist doch scheiße. Mac PC Cosmo. Nee, MCP Cosmo. Und wir legen mal noch eine Schippe drauf. Wenn wir scheitern, dann im großen Stil. Schwer. Also es wird sehr lange, ich werde sehr langsam durch die Levels gehen, wie halt so man das so macht bei Stealth-Action-Games. So, erstellen. Ui, Nachrichten. Na dann. FNW. First News. Seine Reise nach Georgien abgesagt, nachdem der Präsident des Landes durch ein Attentat einer abkhazischen Separatistenorganisation ums Leben kam. Die aufflammenden Gefechte in den Regionen Abkhazia und Südossetia haben die Hoffnungen Georgiens auf Integration in westliche Bündnisse. Dem Industriemagnaten Kombain Nikolatze gelang es heute, sich in einem gewaltlosen Staatsstreich die Präsidentschaft zu sichern. Der charismatische Milliardär plant, innerhalb der nächsten Tage Wahlen abzuhalten, die ihn im Amt bestätigen sollen. Er verspricht seiner Bevölkerung beste Beziehungen zum Westen und zu Amerika, sowie Wohlstand für alle. Wurde Glasfasertechnik in Landstrichen Osteuropas verlegt, in denen es vor Jahren nicht einmal Telefone gab. Diesen technologischen Sprung nach vorne verdankt die Region Informationsnationen wie den Niederlanden und Georgien, wo Präsident
Der Vizepräsident nannte seinen Besuch eine Ehre. Er lobte den georgischen Präsidenten Kombay Nikolatze als einen Mann mit Gespür für die Zukunft der Welt. Okay. CIA-Trainingsgelände, 7. August 2004. Das ist ja cool. Soll ich das vorlesen, alles, was da steht? Das könnt ihr selber lesen. Ich überflieg's nur. Gut, wir sind Sam Fischer. Echolon ist unsere, oder Third Echolon. Kommandozentrale. Alles klar. Das Coole ist, der Synchronsprecher von Sam Fischer, also von unserem Charakter, ist die deutsche Stimme von Vin Diesel. So viel schon mal schon zum geilen Flair. So viel schon mal zum geilen Flair. Okay, drücken Sie Feuer, ich feuere. Und Musikuntermalung bei dem Spiel ist einfach nur auch genial. Fischer, du warst ja schneller hier als ich. Ich bin gern früh da. Hallo, Colonel. Keine Sorge, der Raum ist absolut sauber. Lambert. Schön, dich zu sehen. Und bei der NSA? Ist alles in Ordnung? Es geht. Sie sind sich irgendwie nie einig, was ich wissen darf und was nicht. Das liegt in der Natur der Sache. Wir lassen nie eine Person alles wissen. Daher müssen wir alle zusammenarbeiten. Obwohl ich da draußen allein bin? Du wirst uns mehr Daten senden, als du dir vorstellen kannst. Wir stehen über dein Ohrimplantat und das Opside in Verbindung. Läuft das Training auch so ab? Ja. Sorry dafür, dass ich dich über den Kurs hetze. Ich weiß, dass du gut trainiert bist. War seit Jahren nicht im aktiven Dienst. Mag sein, aber sowas verlernt man nicht. Ist wie mit dem Radfahren. Oder mit den hohen Absätzen. Sei vorsichtig, Fischer. Jedes unserer Worte wird überwacht werden. Du weißt, wie nervös die hohen Tiere in Bezug auf die Fifth Freedom sind. Gib mir Mühe. Gib dir viel Mühe. Third Echolon ist ein Experiment. Deine Missionen werden entscheidend dafür sein, ob die NSA in Zukunft weiter Offensivmissionen durchführt. Wir sehen uns auf der anderen Seite des Kurses. Okay, Sam, fangen wir an. Kannst du mich hören? Huhu. Gut. Dann scheinen die Implantate ja zu funktionieren. Also, die Techniker wollen jetzt deine Ausrüstung kalibrieren. Kannst du dich in Richtung der Notbeleuchtungslampe an der Wand zu deiner Linken drehen? Mach ich. Klasse. Jetzt die zu deiner Rechten. Okay, das gleiche Spiel jetzt vertikal. Such an der Decke nach einer weiteren Lampe. Lampe. Mach ich. Da ist er. Ausgezeichnet. Jetzt such auf dem Boden nach einer Lampe. Okay, Fischer. Bringen wir das so schnell wie möglich hinter uns. Wir fangen langsam an. Kletter auf das Becken. So, also. Soweit ist das ja jetzt nichts Neues, ne? Mit Laufen, Gucken und so ein Mist. Aber Aktionen, die man machen kann. Was? Drücken Sie unter einer Kante Spring. Dann hält er sich fest. Weiter mit Leertaste. Was ist denn die Leertaste auf meinem Controller? Okay. So, das ist ja jetzt auch nichts Neues, kennt man ja. Wie gesagt, ich mache das jetzt alles mit Controller, weil ich kenne das nur mit Controller. Ich habe es damals auf der PS2 gespielt. Wir lassen dich hier dein Ding durchziehen. Vor dir befindet sich ein einfacher Angriffskurs. Ich melde mich, wenn du durch bist. So, jetzt geht's nämlich schon los. Es gibt keine Renntaste, sondern... Man hat voreingestellte Geschwindigkeiten. Jetzt gehe ich langsam, jetzt drücke ich noch eine Taste, da geht er noch schneller, jetzt drücke ich noch eine Taste, da rennt er, jetzt drücke ich noch eine Taste, da rennt er noch ein Stück schneller. Das gilt übrigens auch fürs Kriechen. Also so ist man immer noch, so wird man immer noch gehört. Na, das heißt, man muss separat, unabhängig von seinen Bewegungstasten, hat man Geschwindigkeitstasten. So. Naja, ist ja gut.
Was jetzt? Ach so. Ich habe falsche Seite. Nee. So, hier. Gut, unten rechts dieser Balken, der da so hin und her zittert. Das wird nachher noch erklärt, das ist unser Sichtlevel. Jetzt schon wieder besitzt ihr ein Seil. Ja. Ich benutze ein Seil. Jetzt lass mich erstmal erklären, was das ist. Das macht das Spiel nachher auch, aber ich erkläre es nochmal in meinen Worten. Also wir haben unten diese Skala mit 1, 2, 3, 4, 5 Feldern. Warum auch immer die fast gleich hell sind. Auf jeden Fall links ist dunkel, rechts ist hell, ist klar. Und der Zeiger, wenn er ganz rechts, ganz links ist, sind wir nicht sichtbar. Ich glaube, das ist im Hals. Ich würde sagen, so, das Hochklettern an einem Rohr. Gut. Soll erstmal wieder klarkommen. Ducken. So, jetzt kommen wir zum Highlight des Spiels. Aus dem Grund, nur aus diesem Grund, habe ich mir damals das Spiel gekauft. Ich wusste nicht, was das für ein Spiel ist. Ich habe nur einen Ausschnitt gesehen, beziehungsweise habe ich gesehen, dass man das machen kann. Dachte mir, ey, das kann bloß geil sein. So, also, wir können von Wänden wegspringen. Zack. Was jetzt nicht geht, ist zu eng hier. Egal, ich mach mal das, was wir machen sollen. Wir können nämlich machen, ich muss jetzt dreimal Spring drücken. Spring, Spring, Spring. Zack. Ist das geil oder ist das geil? Ich muss mal üben, muss ich viermal drücken oder dreimal? Dreimal, ne? Einmal, noch. Üben. 1, 2, 3. Okay, dreimal langsam, nicht zu hetzen. Gut, haben wir das geklärt. Aber ich finde es komisch, warum die Anzeige unten im Lichtlevel. Ich dachte, dass der linke Balken von komplett schwarz war. Hey, was war denn jetzt? Hier stand gerade irgendwas. Ja. Genau. Und so läuft das ganze Spiel ab. Man steht irgendwo davor und wenn mehrere Sachen möglich sind, gibt es hier oben eine Aktionstaste. Das heißt, die lässt man gedrückt. Und wenn man die gedrückt lässt, kann man dann auswählen, was man machen möchte. Und dann beim Loslassen, dann macht er das. Deswegen man hat halt keine Quick Keys. Also man kann sich rennen und sagen, hier zack, benutzen. Das ist alles ein bisschen Stealthy. So, Rohr. Kann ich jetzt eigentlich die Geschwindigkeit beim Klettern? Ne, die ist immer gleich. So, jetzt muss ich mich umdrehen. Und dann die Beine. Ach, scheiße. Wollte das da? Wie ist die Taste mit dem Bein? Ich glaube ducken. Ich habe Spring gedrückt, da hat er losgelassen. Ich glaube, ich muss ducken drücken. Aber ich muss mich auf jeden Fall umdrehen, weil das geht rückwärts besser. Genau so. Oh, ist das lange her. Aber dieses Spiel ist einfach nur absolut genial. Die Teile, die danach gekommen sind, sind auch ziemlich gut. Aber mein Lieblingsteil ist der hier und Blacklist. Das ist der letzte. Wobei der hier hat halt immer noch was. Der hat das Flair. Und die Steuerung eben, die ist genial. Aber irgendwie sehe ich es gerade irgendwie langsam beim Drehen. Da muss ich nochmal was fummeln. So, auf jeden Fall springen. Kann man ja von der Wand weg. Da macht er gerade irgendwie nicht. Zäune genauso. Dran. Da klebt er fest. Gott, ey, ich freue mich. Das ist so geil. So, jetzt will ich noch mal wissen, warum springt der nicht?
ist irgendwie deaktiviert, dass ich mich von der Wand nochmal abstützen kann, weil ich sonst hier hochkommen würde. Gut, jetzt sollen wir uns an die Wand lehnen. Zack. Schon passen wir hier durch. Man kann sich übrigens auch ducken. Und dann logischerweise in die Ecken spähen. Also ihr seht schon, in welche Richtung das Spiel geht. Ich versuche auch, so wenig wie möglich Leute zu töten. Ich will die lieber K.O. schlagen oder die umschleichen. Ich weiß nicht, ob es dafür extra Punkte gibt bei dem alten Teil. Bei den neueren gibt es dafür auf jeden Fall Punkte. Das heißt, ich werde sehr oft was laden, wenn ich außerdem jemanden erschossen habe. Lade ich neu. Ja, Munitionsknappheit ist sowieso so eine Sache. Hui, geil. So, jetzt haben wir es hier. Gute Arbeit, Fischer. Sobald du herausgefunden hast, wie du über das Tor kommst, beginnen wir mit dem Training für die Geheimoperationen. Ja, ich weiß, wie ich hier drüber komme. Das habe ich die ganze Zeit versucht. Wir müssen jetzt an diese Wand springen. Von der Wand springen wir ab, so Jackie Chan-mäßig dann hier drüben drauf. Das war die falsche Wand. Der muss an die linke. Und dann muss der noch zugreifen. Das wäre nicht schlecht. Jawohl. Und ganz klassisch wie bei alten Spielen, nirgendwo sind hier Knöpfe an der Wand. Drücken Sie das zum jetzt hochspringen. Man muss es ausprobieren, man muss es sich merken. Man muss wieder nachdenken. Ja, das ist halt immer die Scheiße. Wie gesagt, den Mauspfeil steuere ich mit meinem Analogstick. Das ist auf jeden Fall das Quick-Inventar. Ich glaube, das wird jetzt alles noch erklärt. Ist das geil. So, die Tür verpasst. So, ich mache mal eine Sache, weil... Ach, wie war denn Speichern? 5? 5. Oh Gott, da muss ich ja so weit hochgreifen. Hat er jetzt einen richtigen Save abgelegt? Ne, das sind Schnellspeicher. Ich möchte mal einen richtigen Speicherstand haben. MCP. Ach, das dauert immer so lange. Plain Games. P. Das dauert alles genau so lange. MCP. Scheißegal jetzt. Okay. So, jetzt haben wir einen richtigen Save Game. Weiter geht es mit den verdeckten Operationen. Dein Ziel ist es, das Areal zu durchqueren, ohne entdeckt zu werden. Netterweise haben sich einige der CIA-Ausbilder bereit erklärt, Opfer zu spielen. Die Symbole über der Schleichanzeige zeigt an, dass du neue Informationen im Upset hast. Weiter mit Leertaste. Die Anzeige unten am Rand Hot liefert Ihnen Informationen zu Ihrem aktuellen Missionsziel. Drücke Escape. Okay, das linkende, blinkende Zeichen. Das ist das. Wir haben Ziele, wir haben Notizen und wir haben Daten. Keine Daten. Bäh. Och Gott, ist das furchtbar, mit dem Analogstick eine Maus zu bedienen. Öffnen Sie die Tür zum nächsten Trainingsgelände. Das ist jetzt unser Ziel. Mal ein bisschen Latte hier. So, ja, jetzt erklärt er das mit der Tür. Also, beziehungsweise mit diesem Aktions... Dingern. Ich kann jetzt die Taste gedrückt lassen und dann kann ich mit dem Analogstick durchscrollen, was ich machen möchte. Öffnen oder spähen. Durch die Tür spähen. Kann man hier so reingucken. Durchs Schlüsselloch klotzen gibt es, glaube ich, nicht. So, jetzt kann ich die wieder zumachen. Oder nach vorne drücken, da geht's auf, genau. Ich muss ja selber nochmal ausprobieren. Die nächste Tür ist verschlossen, Sam. Du musst deine Dietriche benutzen, um da reinzukommen. Ja, und schon wird's geil. Schloss knacken ist jetzt nämlich nicht ganz ohne. So, nach wie vor steht nämlich nur da, Tür öffnen, Tür schließen. Ja, Quatsch, durch die Tür spähen.
Aber da oben sieht man ja Tür abgeschlossen. Man muss jetzt selber auf die Idee kommen, mit dem Quick-Slot-Menü sein Dietrich auszuwählen. Dann hat man ausgewählt und dann muss man den nochmal benutzen drücken. So. Jetzt geht das Spiel los. In irgendwelche Richtungstasten muss man ganz fein immer mehrmals antippen. Im Takt. Ha. Ich war der Meinung, dass mir, darum spiele ich ja auch auf schwer, weil das habe ich noch in Erinnerung. Wenn man auf schwer spielt, muss man die ganzen 6 Zylinder hochdrücken. Nicht bloß 3. Aber ich habe da auf schwer gestellt, ne? Ja. Die nächste Tür verfügt über einen Sicherheitscode. Der Mann, der die Tür bewacht, hat den Code und den Befehl, nicht zu kooperieren. Überzeuge ihn vom Gegenteil. Ach ja, das hasse ich immer. Wenn man nämlich einen Gegner greifen möchte, dann ist das ebenfalls eine Aktion. Das heißt, man muss nicht mit der Schießtaste agieren. Okay, Charakter greifen. So, jetzt kann ich mit denen hier ein bisschen so ins Dunkle. Da unten seht ihr dann schon, wie die Anzeige vom Balken runtergeht. Gut, Aktion verhören. Uhu. Hi. Du wirst es mir nicht leicht machen, was? Nicht so fest, das tut weh! Tut mir leid. Wie lautet der Türcode? 28469! War ein Vergnügen, mit dir zu arbeiten. Gleichfalls! 28469! 28469! So, ich weiß nicht jetzt. Kann ich den einfach loslassen? Nee, ja. Ich muss, denke ich, mal eine geben. Der ist bewusstlos. So, jetzt haben wir wieder. Knacken Sie das Türschloss, öffnen Sie das Tür. Notizen. Schlüsselcode 28469. Hat er ja gerade 1000 Mal gesagt. Ich guck bloß rein, dass unten diese Anzeigen weggehen. So, Aktion. Codeblock benutzen. 28469. Top. Die nächste Tür verfügt über ein Retina-Scan-Schloss. Die Dinger sind nicht teuer und fast unmöglich zu hacken. Glücklicherweise braucht man nur das richtige Auge vom Scanner. Für gewöhnlich das eines Offiziers. In Bereitschaft bleiben. Bewege den Herrn vor dir dazu, die Tür für dich zu öffnen. Okay. Wechseln Kanäle. Ich bin zu schnell. Jetzt. Mal gespannt. Also. Greife. Retinus, genau. Bitte komm. Alles okay. Geil. Gott, ich freue mich, das Spiel wird so richtig fett. Zack. Nun zum Thema Unauffälligkeit. Die erste Waffe deiner Wahl sollte Unauffälligkeit und erst die letzte deine Kanone sein. Auf deinem Anzug befinden sich Fotozellen, die mit deinem Offset verbunden sind. Bei einem Wert von 0 bist du ein Schatten. Bei 4 ein Weihnachtsbaum. Ja, das ist das, was ich vorhin erzählt habe mit diesen... mit diesem Helligkeits-Dingsbums. Lampen zerschießen, Kamera zu passieren. Achso, der Schalter ist ja dafür nur da. Na dann, wie sieht's denn aus hier? Kanone. So, und ihr seht schon das Fadenkreuz. Sobald ich mich irgendwie bewege, gehen die Pfeile auseinander.
Und der trifft wirklich, wenn man Glück hat, nur 80%. Na, wenn ich mich hier ein bisschen bewege, die Schüsse, guck mal, wo das hingegangen ist. Die gehen sonst wohin. Also es ist einfach nur, es ist genial. So, warte mal, ich lehne mich mal hier an der Wand. Eindringling auf den Sicherheitsmonitoren. Was? Hab dich auf dem Monitor gesehen, Sam. Versuch's nochmal. Das ist ja scheiße. Ach, diese Waffe erst auswählen. So, einmal. Irgendwie ist es langsam. Ich muss das mal ein bisschen schneller stellen. Herrgott. So, hier ist noch irgendwo eine. Ich bin ja hier total. So, jetzt kommen wir zum nächsten coolen Feature. Die Nachtsicht. Wenn ihr denkt, das ist ein alter Hut. Diese Nachtsicht ist grau. Und das ist geil. Scheißgrün. Fetzt nicht. Zack. So, das Spiel hat so viel Seele und Charakter. Das ist einfach nur genial. Einige der Kameras sind sehr empfindlich. Du musst sie nur zerschießen, um vorbeizukommen. Ich will die aber nicht zerschießen. Ich möchte... Überwachungssysteme melden Eindringling. Ey, du hast in die andere Richtung geguckt. Ja. Hab dich auf dem Monitor gesehen, Sam. Versuch's nochmal. Ja, mach ich. Sehr gut. Ich dachte, ich kann da vorbeirennen. Ich mach mal hier einen Quick Save. Save. Geht doch. Ha, muss ich nicht zerschießen. Schloss klemmt. Was? Ist doch scheiße. Gut. Jetzt klemmt's nicht mehr. Ist ein Tutorial, man muss halt zerschießen. Manchmal musst du dich im Dunkel der Schatten halten und deine Bewegungen exakt abstimmen, um an den Kameras vorbeizukommen. Ja, das ist das, was ich gerade gemacht habe. Hat mich fast gesehen. Schalte die Wache im Korridor aus und verstecke sie, bevor eine der anderen Wachen sie entdeckt. Ja, das kommt ja noch dran hinzu. Körper verstecken. Körper verstecken. Ach hier, die Wache. Mal hier. Ja. Dunkel genug. Okay, Fischer. Wir schicken die andere Wache, um deine Arbeit zu beurteilen. Bestätigt. Ist das eigentlich übelst leise, das Spiel? Ich kann ja nochmal am Ton was drehen. Das höre ich mir nachher an. Gut, Sam. Es ist wichtig, dass wir unentdeckt bleiben. Wenn es uns gelingt, Beweise für deine Aktivitäten verschwinden zu lassen, ist dies von größtem Nutzen für uns alle.
Im nächsten Gang versuchen wir dasselbe mit Geräuschen. Wir haben einige Mikros versteckt. Wenn Sie sich leise bewegen wollen, laufen Sie am besten weich. Solide Belege, Teppich, Beton. Ach du Schande. Also muss ich jetzt meinen Speed ganz runternehmen und in die Hocke gehen. Hier hängen Monitore, Mikrofone. Das war jetzt nicht laut, oder was? Hast du schon angefangen? Fischer! Alter Schwede, du bist am Ende. Großartig, wir machen weiter. Cool. Was, wenn ich jetzt hier reinrenne? Na, ist egal, die haben ja schon gesagt, es wird doch weitergehen. Geht ganz schön lange, dieser. Aber es ist ja eben so viel zu erklären hier, deswegen. Das muss er sein. Ja. Sam Fischer, darf ich dir Vernon Wykes Jr. vorstellen? Hallo. Hey, ich habe Geschichten über dich gehört. Hoffe, du bist nicht sauer. Hab ihm von deinen Kuwait-Missionen erzählt. Sind doch eine Familie. Genau. Vernon arbeitet schon lange für die NSA. Er wird Fahrzeuge, Flugzeuge und Waffen für dich organisieren. Er ist für deine Versorgung verantwortlich. Großartig. Ja, Mann. Kannst es bestimmt nicht erwarten, wieder in den Einsatz zu gehen, was? Ist halt meine Spezialität. Genau, was wir brauchen. Willkommen bei der NSA. Ich bin mir sicher, dass wir fabelhaft zusammenpassen werden. Third Echelon ist ein neues Projekt. Wir müssen vielen Leuten etwas beweisen. Okay. Ihr beiden seid unser erstes Team im Bodeneinsatz. Gebt alles. Wir wollen stolz auf euch sein. Willkommen bei der NSA. Mission erfüllt. Also wenn das Training schon eine halbe Stunde dauert, dann bin ich mal gespannt, wie lange wir brauchen für einen richtigen Einsatz. Ah, herzlichen Glückwunsch, Fischer. Sie haben gezeigt. Gut, dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war Playing Games, euer MCB Cosmo. Ciao.